Einen wunderschönen guten Freitag hoffentlich. Ich krieg das hoffentlich heute noch raus. Das ist super wichtig für mich. Willkommen zu einem neuen Video hier. First things first. Natürlich für den deutschen Part. Das Ding gibt es auch auf Englisch. Ich werde dasselbe sagen, aber falls es irgendjemand doppelt schauen möchte, würde ich es sehr begrüßen. Je mehr Klicks und Interaktionen auf den Videos, umso mehr werde ich gepusht. Würde ich sehr freuen. Dankeschön. Zweitens. Ich bin heute aus allen Wolken gefallen. Ich sitze heute Morgen hier und lese mir verschiedene News zu verschiedenen Spielen durch und stolpere dabei über einen Text von Behavior. Und zwar ist das der Developer-Update für November 2023. Und da steht das von einem Trickster-Rework. Und ich bin so slightly panicked. Aber schauen wir uns das ganze Ding einfach mal gemeinsam an, okay? First of all, das Ding ist so aufgebaut, dass wir erstmal über die Player Cards sprechen müssen. Player Cards werden kommen, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen gehypt drauf. Man sieht hier schon so ein bisschen so dieser Hintergrund und das Icon dafür. Das sieht man hier dann auch in der Lobby angezeigt. Finde ich ganz cool. Ist was ich sehr an Valorant liebe, was ich sehr an anderen Spielen liebe. Und ich bin sehr happy darüber, dass es auch in DBD kommt. Es ist ja immer noch Work in Progress. Aber was ich bis jetzt sehe, gefällt mir sehr, sehr gut. Was sie jetzt auch dazu geschrieben haben, mit diesem Update klären wir auch, wo du hinklicken musst, damit du aufs Spielprofil kommen kannst, damit du das eben sehen kannst, dass du eben auch dieses Banner klickst und nicht mehr irgendwo hin, so wie es bis jetzt war. Sie fangen erstmal mit einer kleinen Sammlung an Player Cards an. Klar, natürlich, sie können nicht direkt durchstarten. Und dann wird das immer weiter ausgebaut. Finde ich cool. Gefällt mir sehr gut. Made for This. Made for This bekommt auch eine Überarbeitung. Und zwar wird der Movement Speed Bonus nur noch passieren, wenn du in Deep Wounds bist. Aber auch wenn du exhausted bist. Das heißt, sie haben so ein bisschen dieses Movement Speed Ding überarbeitet. Was lustigerweise das geringste Problem dran war. Der Exhaust Effekt war viel, der Endurance Effekt war viel schlimmer dabei. Ich finde es okay. Es macht den Perk auf jeden Fall deutlich schwächer. Was gut ist. Finde ich eine gute Änderung, overall. Also, klar, Endurance hätten sie ein bisschen kürzen können. Weiß nicht, von 6, 8, 10 auf 6, 7, 8. Die 2 Sekunden, keine Ahnung. Aber overall finde ich okay. Garden of Joy. Garden of Joy kriegt eine Überarbeitung. Die Fenster im Haus sollen angepasst werden. Die ganzen Layouts im Haus werden angepasst, anscheinend, um die Chases fairer zu machen, weil es ja gerade im oberen Stockwerk und auch unten ein, zwei Fenster gab, die super tricky sind, da herumzuspielen, wo du Chases wirklich ewig rauszögern kannst, weil es ja keine guten Verbindungen für Killer gibt, um da zumindest mit weniger Zeitverlust danach zu kommen. Was natürlich einerseits Survivor belohnt, andererseits das Spiel super one-sided macht. Das haben sie also angesehen. Und ähnlich, und sie haben auch ein bisschen Grünzeug entfernt anscheinend. Und ähnlich geht es auch im Red Forest zu. Da kriegen beide Karten auch eine Überarbeitung. Bin ich sehr gespannt. Schon wieder, weil Red Forest wurde erst überarbeitet. Aber da geht es primär um die Größe der Karten, weil halt Red Forest super riesig ist. Und sie haben so auch ein bisschen Vegetation entfernt. Rip Trapper. Keine Ahnung, es ist... Es klingt gut. Ich bin sehr gespannt drauf, was sie jetzt daraus machen. Und dann kommt direkt der Riesenkracher für mich, das Trickster Update. Es ist so viel auf einmal, es ist unglaublich. Gehen wir es schnell mal kurz zusammen durch. Erstens Rapid Fire. Sie verändern, wie Trickster Messer wirft. Bis jetzt ist es so, dass du mit einem Wert anfängst und dann nach 4 Messern und 8 Messern schneller wirfst. Jetzt ist es so, dass du von Anfang an den Wert hast, den du nach 8 Messern hast. Du wirst aber nicht mehr noch schneller. Zweitens, das Laceration Meter wird dadurch von 6 auf 8 Hits hochgedreht. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das gut finden soll. Komme ich gleich zu. Und der Decrease vom Laceration Meter fängt jetzt bei 10 Sekunden an statt 15. Das heißt, du brauchst die Hits mehr und schneller. Und an sich ist das eine faire Sache, weil du von Anfang an schneller wirfst. Das Problem bis jetzt ist aber noch, dass du, je mehr Messer du wirfst, umso ungenauer wirst du.
werden vielleicht viele Leute von euch im Kopf haben, aber das ist absolut kein Thema, weil ein bisschen weiter unten sagen sie, sie haben Recoil komplett entfernt. Es gibt diesen Rückstoß nicht mehr, den du bis jetzt bei ihm hattest. Das macht 80% meines Trickster Guides komplett useless. Das heißt, ich muss ihn sowieso komplett neu machen. Insgesamt heißt das aber auch, das schreiben sie auch, das Laceration Meter wird sich genauso schnell anfühlen oder anfühlen wie vorher. Aber Dodging Blades will be a little bit more rewarding. Also, weiß ich nicht, ob Messern ausweichen ein bisschen mehr rewarding ist. Dann kommt eine zweite Änderung. Also, Recoil loswerden heißt nicht, dass das Spray weg ist. Das wollte ich noch dazu sagen. Trickster Messer fliegen nicht immer gleich. Das habe ich im Guide, glaube ich, gar nicht gesagt, weil es für Anfänger minimal relevant ist nur. Egal, also wenn du Messer von links wirfst, also von seiner linken Hand, für euch jetzt rechts, weil ich Spiegel vergesse, oder von deiner rechten Hand, ändert so ein bisschen die Flugbahn und auch so ganz leicht das, wo das Messer einschlägt. Aber für Anfänger ist das total egal, weil die Hitboxen sind groß genug. Aber das macht das Zielen deutlich leichter, Trickster wird deutlich leichter zu spielen werden. Zweiter Punkt, Fast Paced. Sie ändern seinen Movement Speed von 4,4 auf 4,6 und Halleluja! Noch dazu Terror Radius von 24 auf 32, weil er schneller ist. Das heißt, Ultimate Weapon macht Sinn auf ihm, das heißt, wir werden wahrscheinlich vom Darkness Revealed auf Ultimate Weapon wechseln. Dritter Punkt, Main Event. Main Event braucht jetzt nur noch 6 Treffer statt 30, aber es hält auch nur noch 5 Sekunden statt 10. Das ist dämlich. Du kannst dann jede Chase ein Main Event veranlassen und du schießt sogar ein bisschen schneller als früher, weil das Main Event früher nicht ganz auf den 4 Messern die Sekunde war, die du jetzt hast. Und sie werden die Addons entsprechend verändern. Memento Blades kriegt einen neuen Effekt. Decreases Time Between Blade Throws by 5%. Das heißt, wir werden die Memento Blades nicht mehr als Meme Addon haben. Wenn ich das richtig verstehe, macht das deine Messer nochmal schneller beim Werfen. Es wird wahrscheinlich nutzlos sein, aber ich bin sehr gespannt drauf. Wir müssen das austesten. Inferno Wires, Main Event Duration um 40% erhöht statt 25, 40% von 5, 25% von 100, von 10, ist okay. Gehe ich jetzt davon aus, dass es okay ist. Chibuns Autograph, neuer Effekt, anstatt dass du jetzt ein Messer weniger brauchst, um die maximale Wurfgeschwindigkeit zu erreichen, brauchst du ein Messer weniger für das Main Event. Statt 6 Messern nur noch 5. Fistbin Soda, selbiges, statt 2 Messern weniger für die Wurfgeschwindigkeit brauchst du 2 Messer weniger fürs Main Event. Also statt 6 Messer nur noch 4. Tequila Moonrock, ähnlich wie bei Inferno Wires, bisschen hochgedreht, statt 50% 60%. Länger als Main Event. Waiting for U-Watch, mir fehlen die Lucky Blades hier gerade. Die haben die Lucky Blades vergessen. Das merke ich jetzt gerade erst. Aber ja, das wird jetzt im Prinzip genervt, weil du wirfst halt mehr Messer und dann hast du halt 0,25 Sekunden länger pro Hit statt 0,4. Und ich glaube, das sind wieder da, wo wir vorher waren, dass der Wedding für U-Watch kein grünes Addon sein sollte. Schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Iridescent Photocard wird nicht mehr exposen, sondern für jeden aufeinanderfolgenden Treffer mit den Messern kriegst du 1% Haste auf maximal 7. Sobald du aber ein Messer nicht auf einen Survivor triffst oder einen Survivor in den Dying State schmeißt, verlierst du diesen Bonus. Das ist fucking insane. 7% Haste, das ist viel. Trickster wird eine herumlaufende Minigun werden. Vor allem, wenn du nach 6 Messern, also sie schreiben hier leider nichts davon, wie viele Base-Messer du hast, ob es bei den 44 bleibt, ob du mehr kriegst oder weniger kriegst. Ich gehe davon aus, dass du bei den 44 Base-Messern bleibst. Das heißt, wenn du von 44 Messern 6 triffst, bist du theoretisch bei 38, dann hast du ein Main-Event, dann kannst du damit den Survivor downern. Dann hast du aber noch immer 38 Messer, du musst nicht nachladen gehen. Wenn das Main-Event noch genauso funktioniert wie bisher. Das heißt, das Main Event wird jetzt tatsächlich eine Fähigkeit, die du öfter einsetzen kannst, die dich nicht so hart bestraft, wenn du sie mal nicht kriegst. Wenn ihr euch vielleicht erinnert, ich hatte ein paar Spiele, wo ich das Main Event niemals verwendet habe, weil ich es immer zu ungünstigen Momenten triggern musste, weil ich halt einfach ohne Messer sonst nicht ausgekommen wäre und ich mit dem Baseballbat nichts getroffen hätte. Ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll.
Ein paar Änderungen, wie das jetzt ein höheres Movement Speed und einen größeren Terrorradius hat, finde ich gut. Ich verstehe nicht, warum sie nicht das Lullaby entfernen. Das braucht er eigentlich nicht mehr. Denke ich zumindest. Aber hey, 40 Meter Lullaby, 32 Meter Terrorradius. Ist das selber bei Huntress, brauchst du eigentlich nicht mehr. Aber bei Huntress ist er irgendwie iconic, ne? Unterm Strich bin ich mir nicht sicher. Ich freue mich, weil es definitiv ein Buff ist. Zumindest wenn das alles so kommt, wie es hier steht. Das ist ein extrem starker Buff. Auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen Angst, dass das Trickster kaputt machen könnte. Das Ding ist nämlich, dass aktuell Trickster eine sehr, sehr spezielle Rolle hat. Neben Huntress und Slinger ist er einer der wenigen Ranged Only oder Fast Ranged Only Killer, die wir haben. Während Huntress und Slinger in der Form erstmal unverändert bleiben, kriegt Trickster damit auf Ranged einen gewissen Vorteil, den andere Killer nicht haben. Das ist die Geschwindigkeit. Artis läuft auch auf 4,6, das ist kein Thema. Aber bei Artis ist die Fähigkeit ein Bonus und nicht das Main-Ding, mit dem du Schaden machst. Zumindest so, wie es die meisten spielen. Oder wie du es am effizientesten spielst, weil die Krähen einfach zwischen den Schüssen so einen hohen Cooldown haben, dass du wirklich 100% Bullseye treffen musst, jedes Mal wieder, wenn du schießt. Das ist aber bei Trickster und Huntress nicht so und bei Slinger. Natürlich ist es ärgerlich, wenn du mal was verpasst, aber gerade Trickster ist da ja super verzeiht, weil du sowieso genug Schüsse hast. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wenn es auf den PTB kommt. Schauen wir uns das auf jeden Fall im Stream an. Ich bin da noch so ein bisschen skeptisch. Ich habe so ein bisschen Angst, also ich freue mich drauf, weil das wirklich ein richtig starker Buff ist. Aber ich habe so ein bisschen Schiss davor, dass das Trickster so ein bisschen kaputt macht. Mal abwarten. Ich will es nicht zu sehr verdammen bis jetzt. Anyways, das war's mit dem Ding hier. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was mit dem Trickster-Ding passieren wird. Bleibt gespannt. Wenn sich da noch was tut, bleibe ich dran. Ihr werdet es hier erfahren, garantiert. In diesem Sinne, danke fürs dabei sein. Wenn ihr mich und meinen Content unterstützen wollt, könnt ihr das auf Ko-fi machen. Würde mich sehr freuen. Würde ich mich sehr darüber bedanken. Wenn ihr das im Stream macht, wird auch ein Alert getriggert. Dann könnt ihr mir auch direkt eine Nachricht mitkommen lassen. Ich lese die Nachrichten auch, wenn ihr das so macht, während ich nicht live bin natürlich. In diesem Sinne, danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit den Almost Daily Videos hier. Und wir sehen uns dann die Tage wieder, denke ich. Oder schaut im Stream vorbei.